Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich mal wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Ich wollte euch nämlich wieder eine weitere Folge von Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu war ich wieder unterwegs und habe mir seltene und nicht so ganz billige Items rausgesucht, die ich noch für meine Sammlung gebrauchen kann. Und diesmal soll es ein bisschen mehr um Pets gehen. Ich habe mir nämlich ein paar schicke Pets geholt und das erste, das ich euch zeigen will, ist hier Todesschwingchen. Das ist dieses schicke Todesschwingen-Pad, das dementsprechend, deswegen darstellen soll, bloß halt ein bisschen in der Miniaturform. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Und dieses Pad bekommen wir über die Cataclysm Collector's Edition. Ich habe ja die ganzen Collector's Editions mir geholt ab Mist of Pandaria, ab dem Zeitpunkt, wo man sie in die digitaler Form holen konnte. Und die ganzen alten fehlen mir, heißt, mir fehlt die Classic, die Burning Crusade, die Cataclysm und die Wrath of the Lich King, die vier. Und die Cataclysm habe ich mir jetzt geholt. Ich habe mir sogar nicht nur den Code gekauft, sondern ich habe mir die tatsächliche Box geholt, die noch original verschweißt war. Das ist immer ganz wichtig, weil sonst ist der Code meistens eingelöst. Und viele Leute, die sich das vielleicht auch überlegen, was ich im Internet nicht rausfinden konnte, was ich erst rausgefunden habe, als ich die Box hier wirklich ausgepackt habe, der CD-Code ist auch der Code, wo man das Pad kriegt. Ich dachte immer, es sind zwei verschiedene, dass es quasi man einen CD-Code hat, wo man ganz normal das Spiel hat und dann, dass man noch diesen Pad-Code extra in der Collector's Edition drin hat. Das ist nicht so. Man gibt diesen CD-Code quasi auf der Blizzard-Seite ein, in der Accountverwaltung, und dann erhält man quasi dieses Pad, weil das aktuelle Spiel braucht man ja mittlerweile nicht mehr, sondern man hat ja aktuell, wenn man sich das Spiel holt, den Stand bis, glaube ich, Legion und BFA muss man sich extra holen, irgendwie so ist das. Und jetzt kann man dementsprechend den Code eingeben und kriegt dann einfach das Pad. Was hat mich das Ganze gekostet? Das interessiert euch bestimmt auch. Ich habe die Collector's Edition original verschweißt für 120 Euro gekriegt, was jetzt für eine alte Collector's Edition, die noch zu ist, relativ günstig ist, muss ich sagen. Also da habe ich, meine ich, doch ein Schnäppchen gemacht. Die meisten, wenn ihr jetzt auf eBay oder Konsorten guckt, sind deutlich teurer. Wobei die Cataclysm noch geht, manche andere, zum Beispiel Classic, da wollen wir nicht anfangen, da wird sie sehr, sehr, sehr teuer und da muss ich mal gucken, ob ich mir die irgendwann mal holen werde. Aber zumindest habe ich mir jetzt schon mal die eine geholt. Wir können jetzt auch mal kurz reingucken. Das machen wir am Ende, was mir noch fehlt. Jetzt schauen wir uns die anderen Pets an. Und zwar habe ich mir dann noch zwei Pets von der BlizzCon geholt. BlizzCon. Und zwar, seht ihr, das sind alle BlizzCon-Pets, die es gibt. Zwei fehlen mir jetzt noch. Und die beiden, die ich mir geholt habe, beziehungsweise eigentlich habe ich mir vier geholt. Und zwar die von der aktuellen. Ich habe mir jetzt dieses aktuelle BlizzCon-Ticket auch noch geholt gehabt. Deswegen sind die natürlich auch hier drin. Also Sylvanas und Anduin. Die beiden habe ich natürlich auch geholt, das war jetzt von dem aktuellen Ticket, aber was ich euch wirklich zeigen wollte, war einmal Todesflosse. Das ist von der BlizzCon 2010 und da habe ich mir auf eBay was, glaube ich, den Code direkt geholt und hier den Morco Diablo. Und die packen wir jetzt beide auch mal aus. Da seht ihr hier den Todesflosse, also das ist quasi auch wieder Deathwing, bloß als, als Murloc. Und das andere war ja hier Mercurabolo. Das ist quasi Diablo aus dem gleichnamigen Spiel, bloß als Murloc, auch eine süße Geschichte. Und die habe ich beide für 100 Euro mehr geholt, also insgesamt 200 Euro für beide Pets. Ist jetzt viel Geld für nur ein Pet, aber wenn man es auch wieder vergleicht, was da teilweise andere Dinge kosten, kann es sehr, sehr, sehr viel teurer werden. Ich habe das Glück, dass ich die meisten BlizzCons mir angeguckt hatte, die man über den Stream anschauen konnte und dementsprechend die Pets habe. Mir fehlen halt dementsprechend nur die älteren, wo man wirklich dann in die USA fliegen musste und dort sein musste. Die habe ich nicht und die versuche ich mir jetzt noch zu holen. Wobei die beiden, die mir jetzt fehlen, hier Gurkli von 2009 und der ganz alte von 2005, Murky, die sind dann nochmal in einer anderen Preiskategorie. Mal gucken, ob das dann so läuft, wie wir das vorstellen. So, jetzt können wir noch gucken, was mir allgemein noch ins Pets fehlen. Und zwar rausnehmen kann man jetzt hier Flappy und hier die Katze. Das sind ja Ingame-Dinger, aber die anderen sind alles Promotion-Sachen. Und was mir noch fehlt, ist hier der Schamane von der Collector's Edition von Diablo 3, also dem ursprünglichen Diablo. Das von der Erweiterung habe ich. Dann das hier, Frosty, ist von der Cataclysm Collector's Edition. Den hatte ich ja eben gezeigt. Das kleine Nefarian, der war ja von
dem 15. Geburtstag, genau. Der steht auch noch aus. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis der ist. Dann Mini Diablo ist von Classic. Den hatten wir ja hier gerade. Das Neta-Welpe ist von Burning Crusade Collectors. Und dann haben wir Pandan Baby und Zergling. Die sind auch von der Classic Collectors Edition. Also Classic Collectors Edition gab es quasi drei Pets. Burning Crusade 1 und Wrath of the Lich King 1, was die Collectors Edition angeht. Und dann halt noch zwei von den BlizzCon-Dinge. Aber das sind wie gesagt die etwas teureren und da muss ich mal gucken, wann ich die mir irgendwann mal holen kann. Wenn es da mal vielleicht ein gutes Angebot gibt, dann schlage ich vielleicht zu. Mal schauen. Genau, das war es soweit, was ich mir an Pets geholt habe. Das nächste Mal werde ich, denke ich, mal wieder nach einem Mount schauen, beziehungsweise ich muss jetzt meine Euros ein bisschen zusammenkratzen. Vielleicht werde ich jetzt auch mal wieder gucken, ob ich mir für Gold was hole. Ich habe nämlich auch wieder ein bisschen Gold gefarmt. Ihr seht, hier auf Anto bin ich jetzt schon wieder bei 6,4 Millionen. Auf anderen Servern habe ich auch noch ein bisschen was. Dann werden wir mal gucken, ob wir uns dann vielleicht an das ein oder andere Mount, was mir noch fehlt, dranwagen kann. Und dann werden wir auch mal wieder ein bisschen mehr über Mounts, vielleicht aber auch über Toys sprechen das nächste Mal. Ja, das war's soweit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Habe ich einen guten Deal gemacht? Habe ich einen schlechten Deal gemacht? Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Video. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.